Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Erika, unserem interaktiven Thriller. Und ich muss sagen, ich bin bisher wirklich begeistert. Es ist relativ spannend gemacht, es macht auf jeden Fall Spaß. Ist natürlich die Frage, da das Spiel nicht sehr lange geht, ob das wirklich eine Langzeitmotivation ist, zwei oder drei Enden rauszukriegen. Ich befürchte eher nein, aber wir werden es erleben. Oha. Wir haben aber auch ein Glück. Jetzt ist der Bulle weg. Wir sind ganz alleine hier. Okay, er besucht auf jeden Fall das eine Mädel, das mit diesem Putzfimmel. Irgendwie hat jeder dieses komische Symbol. Hallo, Eric? Aha. Wie der Chief Inspector und die anderen. Steinbeck, Johar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Okay. Halten Sie sich von mir fern! Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dich beschützen. Sie haben mein Leben zerstört. Dein Vater machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Er verkaufte sie und seine Seele an den Teufel. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase. Die Schlösser sind in den Wänden. Finde eins und sieh es mit eigenen Augen. Okay. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Komm allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Das ist abgefahren. Ich hätte bleiben sollen. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht, in die Apotheke einzubrechen. Ist jemand verletzt? Nur ein paar Kratzer. Nichts Schlimmes. Ist schon gut. Ja.
Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Schimpfen, beruhigen, herausfordern. Sie sagten, sie sei tot. Ich sah sie genau hier. Was soll ich dazu sagen? Irgendwer liegt in ihrem Grab. Wir haben ein Team rausgeschickt. Wir machen ein paar Tests. Dann wissen wir mehr. Versuch etwas zu schlafen. Ja, das ist genau das richtige Schlafen, Junge. Ich fühle mich aber nicht sicher. Schon gut. Versuch etwas zu schlafen. Ach so, schon gut. Okay, ja dann. Wenn das schon gut ist. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Nein. Gar nichts. Ich bin unten für alle Fälle. Vielleicht hängt er ja auch mit drin. Wer weiß? Wem können wir vertrauen? Das ist die große Frage. Können wir überhaupt jemanden trauen? So, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein Schloss in den Wänden finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Gibt hier nicht so viele Wände hier. Tatsache, schon haben wir es gefunden. Da bin ich immer gespannt. Okay. Unter dem Schreibtisch kann das sein. Wir da reinkrabbeln. Was zum Henker machen die hier unten? Zum Henker ist das. Ich könnte das jetzt nicht wirklich deuten. Versteck dich, Kind, versteck dich. Thank you.
Es ist auf jeden Fall sehr spannend gemacht, finde ich. Auf jeden Fall die Chefärztin hier. Also können wir niemanden trauen, wie ich gesagt habe. Gucken wir erstmal hier im Brunnen. Nicht, dass da irgendeiner drin hockt. Okay, wir sind wohl zu schwach, um es zu öffnen. Ach, hier ist dieses Gewächshaus, okay. Sieht aber so aus, als wenn das ganze Video überwacht ist. Ist jetzt nicht ganz so optimal. Auch hier haben wir wieder das Symbol. Es ist allgegenwärtig. Oha, ein Opferaltar oder was ist das? Oha. Blutkonserven, ne. Oha. Es sind immer drei. Ein Reh.
und ein Hase. Sie sehen in die Zukunft für Reichtum, Macht. Aber ohne den Schmetterling können sie nicht sehen. Deshalb brauchten sie deine Mutter. Und deshalb brauchen sie jetzt dich. Sie ist gefangen, Erica. Hilf mir. Zusammen retten wir sie. Zeig mir wie. Du warst es immer. Heiligsblechle. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte ihr von der Vergangenheit, von einer großen Priesterin mit Schmetterlingsmal. Warum hast du mich hergebracht? Weil dies der Ort ist, an dem alles anfing. Dein Vater schuf es. Er testete es an deiner Mutter und auch an dir. Wenn du es einatmest, tust du, was ich sage. So hat er uns kontrolliert und zu Sklaven gemacht. Stell das neben dein Bett. Und ich verspreche dir die süßesten Träume. Ja, genau. Schöner Mindfuck. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Es waren ihre Lieblingsblumen. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Sie fallen vom Himmel. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Vielleicht ist dieses Blut eine Nebenwirkung von diesem Stoff, der uns willig macht. Was meinst du, hat er in der Lampe verbrannt, Erica? Was es dir wohl angetan hat? Ein Ende hat. Wie viel Zeit bleibt dir noch? Das ist belanglos. Ich weiß, ich bin ein Monster. Ich verdiene den Tod. Deine Mutter hatte genau dieses Mal. Deshalb wollte dein Vater sie haben. Und deshalb wollen sie auch dich. Eine Frau, die in den Flammen die Zukunft sehen kann. Woher
Sicher warst du von der Priesterin und dem Feuer. Was glaubst du denn? Er war einer von ihnen. Sie selbst. Dein Vater überzeugte Lucien, dass mit Wissenschaft und Ritual die Zukunft gesehen und kontrolliert werden kann. Deine Mutter war das fehlende Teil. Deine Mutter lebt, aber nicht mehr lange. Ohne sie sind sie blind. Sie erwarten nicht, dass wir kommen. Wir können es beenden. Okay. Wir können sie befreien. Dann lass uns aufbrechen. Vielleicht war die Mutter ja die, die in dem Räumchen saß, wo die Doktorin dran rumkasperte. Behalte es. Du brauchst es vielleicht noch. Das könnte gut sein, ja. Das befürchte ich auch, dass ich irgendwen abmurksen muss. Da drin. Das Medaillon. Wohl versperrt. Folge mir. Wie geht hier keine Tür mehr auf? Nicht schlecht. Die kann was, die Alte. Wir können ihn nicht leben lassen. Er schlägt sonst Alarm. Zeig mir wie. Nee, mach mal lieber nicht. Wir sind ein unschuldiges kleines Mädchen. Genau, mach du es. Meinen Händen klebt kein Blut. Ja, was sollen wir denn noch machen hier? Sie werden uns sehen. Folgt mir. Jawohl. Hier ist zu viel Licht. Zu verlieren.
Mal sehen. Erica, meine Güte, ich habe dich überall gesucht. Was ist passiert? Wo warst du? Sie sollten gehen. Sie ist hier. Nein, hier ist niemand. Nur wir beide. Ach du Kacke. Du hast ihn erschossen. Er steckt mit ihnen unter einer Decke. Vertrau mir. Haben wir ja auch schon vermutet. Wir müssen weiter. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Du musst deine Mutter retten, bitte. Egal, was es dich auch kosten mag. Nimm sie und versprich's mir. Wenn du sie brauchst, benutze sie. Ich verspreche es. Danke. Er findet den toten Wächter. Okay, wir sollten jetzt schleunigst in den Geheimgang. Du darfst nicht hier sein. Toby braucht ihre Behandlung. Recken, sieh sie. Sie suchen nach dir. Sie haben die Leiche gefunden. Ich glaube, dir geht es nicht gut. Recken Sie sie. Das ist zu gefährlich. Das ist ihre Therapie. Wir können sie nicht einfach wecken. Das braucht Zeit. Denken Sie sich was aus. Wenn ich die Schläuche entferne, kriegt sie einen Anfall. Aber ich kann ihr Epinephrin geben. Es ist im Schrank. Ich muss es ihr ins Herz injizieren. Toby! Oh, lauf, Kirsty! Nicht hier sein, aber ich kann Toby nicht hier lassen. Wir müssen sie wecken. Du musst die Schläuche rausziehen. Oha. Tu bitte was. Na, wir geben ihr Epinephrin. Ins Herz. Kaboom! Toby! Alter Schwede. Kannst du laufen?
Schaff sie von hier fort. Leider sind wir wieder am Ende der Episode. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schaltet auch beim nächsten Video ein. Bis dahin, bye bye.